Hey Leute und damit herzlich willkommen zu The Ultimate Trial. Es geht wieder weiter und ich bin heute sehr, sehr guter Dinge, dass wir das schaffen, denn wir haben uns das Razor Longsword gekauft. Damit können wir doppelten Schaden machen. Wir haben dafür kein Schild mehr, ist aber nicht so schlimm, finde ich. Ein Problem haben wir nur: wir haben aktuell keine Rüstung gegen Feuer und Wasser. Das ist ein bisschen scheiße. Das könnte uns zum Verhängnis werden. Ich hoffe trotzdem, dass wir das irgendwie auf die Ketten kriegen. Es sind ja theoretisch nur 2 Level, wo wir die brauchen. Schauen wir mal. Außerdem, wir haben keine Strafe und wir spielen auf leicht. Also, wir überprüfen auch nochmal ganz kurz, aber wir müssten diesmal leicht eingestellt haben. Jawohl. Ich habe mir nochmal Pfeile gekauft und ich würde sagen, wir starten rein. Dieses Mal ist die Prüfung dran, Leute. Es geht los. So. Ich glaube, ich würde auch direkt mal... Wohl, wollen wir Geld farmen? Ich will es ordentlich machen. So. Ich darf ja meine Schultertaste wieder benutzen. Das muss ich erstmal wieder... Darauf muss ich erstmal wieder klarkommen. So, und wir töten die mit unserem Bumerang, der uns ja... extra Geld gibt, wenn wir die töten. Dementsprechend ruhig Blut, Leute. Ruhig Blut. Wir haben alle Zeit der Welt. So, den würde ich auch mal stunnen. Und der ist jetzt auch einfach ein One-Hit. War er vorher? Glaube ich nicht. So, jetzt kommt gleich der... der Bär. Der Moblin. Ja. Haben wir gut gelöst, denke ich. Gibt sogar 20 Rubine. Und das ist auch einfach ein One-Hit. Leute, ich bin jetzt guter Dinge. Das wird unsere Runde. Ich hoffe halt nur, der Feuerlevel wird nicht eklig, dadurch, dass ich keine Thermalrüstung habe. Das könnte halt schwierig werden. Ich mache ihn hier auch mal safe. So, guck mal. Sehr schön. Pfeile würde ich mir noch ein bisschen aufheben, oder? Denke schon. Den hier würde ich mit dem Enterhaken machen. Sparsam sein. Babam. Finde ich schade, dass man... Oder kann man den auch mit dem Schwert angreifen? Ne, kann man nicht. Schade, dass man das eigentlich nicht machen kann, oder? Dass man da einen Bogen oder whatever braucht. Fernkampfwaffe halt. So, das war's aber schon. Kein Geld, mal wieder. So, da ist unser Freund. Und den machen wir natürlich... Natürlich trifft er mich. Du Affe! Okay. Ah, das hat mich jetzt genervt. Geld? Nö. So, jetzt kommen wir ins Feuerlevel. Haben wir jetzt irgendwelche Nachteile dadurch? Nö. Okay. Schön. So, Fledermäuse bekommen mal gut Cash mit dem Bumerang. Die sollten wir eigentlich immer mit dem Bumerang töten. Nur in manchen Situationen geht das halt nicht. Oh, jetzt ist er auch ein One-Hit. Keine Ahnung, warum es vorher nicht so war. Sehr schön. Schön Kohle gesammelt. So, was los hier? Wo ist er? Hallo? Hallo? Nee! Okay. Sehr schön. Gar keine Nachteile. Hm.
So. Ja, 20 Rubine, Alter. Der Bumerang. Alter, nochmal 20? Der Bumerang ist so gut, ey. Wahnsinn. Schaut euch das an. Kann ich mit dem bei denen auch was machen? Nee. Doch, da kommt auch was raus. Da kommt auch was raus. Wir nehmen das Geld mit, Leute. Das könnt ihr aber wissen. Können wir uns bald wieder schöne neue Items kaufen oder Herzteile, whatever. Ich mache jetzt mal den kurzen Raubschleim hier hinten. Geht da was mit dem Bumerang? Auf jeden Fall geht da was. Und der ist jetzt auch ein One-Hit. Kein Risiko mehr. Die sind auch so ganz komisch. Die backen die ganze Zeit irgendwie rum, die Viecher. Keine Ahnung warum. Easy Runde. So, der Typ hier sollte jetzt auch schneller gehen, oder? Ich glaube ja. Wir gucken mal. Leute, ich bin so guter Dinge, dass wir es diesmal schaffen. Bam. Wir haben ein neues Schwert. Wir haben Schwierigkeitsstufe leicht. Nichts anderes, was uns böse zuvorkommen kann. Wir müssen uns nur ein bisschen konzentrieren. Da bin ich richtig guter Dinge, dass wir es auf die Ketten kriegen. So, kann ich den vielleicht nochmal... Jawohl. So, nächste Stufe, Eislevel. Eislevel. Oh, die ist neu. Komm gleich zu dir. Was die uns wohl verkaufen will? Lululu. Hi. What are you doing here? Verkauft uns Pfeile. Aber ich habe noch genug Pfeile und das ist ziemlich teuer. Obwohl, 25 Rubine geht eigentlich, aber ich habe noch genug. Aber danke. Schade. Ein Upgrade hätte ich genommen. Bin ich ganz ehrlich. Easy. So, jetzt kommen Fledermäuse. Ja, genau. How bad, ey. Aber das sind halt die Eislevel, ne? Okay, alles gut. Wir sind immer noch beim ersten Herz. Also alles okay. Alles im Rahmen. Aber es ist halt auch einfach so, dass es ein Kacklevel ist. Zum Glück können wir das schnell hinter uns bringen, denke ich. So, guck mal. Kein Risiko eingehen. Zack. Und jetzt kommt da doch noch irgendwo so ein Eistypi, ne? Hier. Und da ist noch eine Fledermaus. Hallo, Fledermaus. Die fliegt schon wieder so weit oben. Jawohl. Wir haben schon wieder 222 Rubine, ey. So. Doggy. Mit Anvisieren ist das auch viel leichter. Der macht ja auch andere Angriffe, wenn ich den anvisiere. Das ist ganz komisch. Hm. Naja. So, das Wasserlevel. Hilfe. Leute, es läuft richtig gut. Wir müssen uns nur weiterhin so konzentrieren. Dann bin ich echt guter Dinge, dass wir es diesmal rocken. So, zack. Nice. Ja, sehr schön, weiter geht's. Auf in die nächste Runde. So, die kann ich ja theoretisch schon mal mit dem Bumerang treffen.
Geben die nochmal ein bisschen Kohle. Und weiter. So, jetzt kommt er schon. Nee. Die kann ich auch einzeln machen und dann mit dem Boomerang noch. Auch eine super Idee. Gibt schön Kohle. Oh ja, wir werden reich werden, Leute. Zack. Boom. By the way, Leute, wir hatten da das letzte Thema auf dem Discord, dass halt sehr viele Leute einfach wieder rausfliegen nach einer bestimmten Zeit. Und das war wohl mein Fehler, weil ich die Einladungen, die überall hier verteilt sind, auf dem Kanal und auf der Website, die hatte ich falsch erstellt, sodass ihr quasi, wenn ihr euch ausloggt oder längere Zeit nicht da seid, dass ihr wieder aus dem Discord rausfliegt. Also wenn ihr noch Bock habt, auf unseren Discord zu kommen, gerne hier nochmal die Einladung. Ich habe diese Links aktualisiert. Ihr könnt da gerne auf der Website oder bei mir auf dem Kanal einfach auf den Link drücken und dann sollte das ab jetzt dauerhaft sein. Versucht das gerne nochmal. Wenn nicht, gerne aber auch schreiben. Wenn ihr irgendwelche Probleme habt, dann versuche ich das zu lösen. So viel dazu nochmal. So, weiter geht's. Jetzt kommt er hier. Bam, Alter, drei Hiebe. Weg mit dem. So gut. Okay, dann sind wir doch jetzt schon in Zombie Town, ne? Ja. Ah, okay, vorher kommt er noch. Der wollte mir das letzte Mal, glaube ich, Bomben verkaufen. Ich glaube, wenn er die jetzt noch verkauft, würde ich das machen. Schauen wir mal. Und? Was verkaufst du? Oh! Ja, das kaufe ich. 100 Rubine? Oder sagt ihr? Ich denke, ja, ich glaube schon. Das machen wir. Weil jetzt haben wir halt 50 direkt. Für 100 Rubine? Ich glaube, das ist geil. Für die Zukunft wird das sogar, denke ich, wichtig werden. So. Natürlich. Shit, das war dumm von mir. Nein! Boah, zwei Treffer. Really? Ah, das war richtig schlecht. Sorry, Leute. Das war richtig schlecht von mir. Ich glaube, ich würde die Bomben mal sparen, oder? Nicht, dass ich irgendwann auf einen Gegner treffe und da brauche ich die noch. Ich mache es lieber ein bisschen sparsamer. Ist, glaube ich, besser. So, weg mit dir, mein Freund. Okay, jetzt kommen die Zombie-Armada. Und der Typ. Nein. Okay. Sehr gut. Gefällt mir. Dann. Kein Problem. Easy. Weiter geht's. So. Dann er hier. Fledermäuse haben wir auch am Start. Okay, fail. Komplett fail. Auf Fledermäuse, ganz ehrlich. Mann, jetzt konzentrier dich doch mal ein bisschen. Was ist denn nur los mit mir? Ach, hier ist auch noch einer. Hi. Tschüss. So, nächste Runde. Ah. Guck mal, hier sind wir das letzte Mal fast gestorben. Und diesmal habe ich nur zwei Herzen Schaden. Was das einfach für einen Unterschied macht. Wir werden das jetzt rocken, da bin ich mir sicher. Ich weiß gar nicht, welche Ebene sind wir? 25 oder so? 50 haben wir? Sollte alles drinne sein. Wir ziehen auf jeden Fall auch durch, Leute. Wenn ich mal einen Ultra-Part heute. Ich will das endlich schaffen. Und ich glaube, ihr auch, ne? Ihr habt auch endlich Bock, dass ich das mal auf die Ketten kriege hier. Bam, babam. So, das war er. Gibt er mir nochmal Kohle? Sieht nicht so aus.
Na dann, weiter geht's. Wir sind schon wieder auf der nächsten Etage. Sehr schön. Okay, und direkt Zombies wieder ins Gesicht. Ich hatte erst den außen gemacht, glaube ich. Natürlich. Okay. War aber okay. War okay. Haben wir noch gut gelöst. Sehr schön. Weiter geht's. Okay, unsichtbar. Das war auch kein Problem. Und dann kam jetzt noch hier so ein Schattenvieh. Und das ist auch weg. Ist auch mies, wenn der dich jetzt hier crappt. Was passiert dann? Wo kommst du denn dann wieder hin? Wäre auch so mies, oder? Okay, in der Mitte steht jetzt so ein Zombie. Nein, hat er mich getroffen. Der Penner. Was? Hä, du bist gestunt? Junge. Okay, das war dumm. Sollte ich mal das Auge der Wahrheit auspacken? Und ich werfe mal eine Bombe auf den. Okay, 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 okay. Ruhig Blut, Leute. Alles ist noch offen. So. Das war wieder so ein Easy-Raum. Manchmal versteht man das nicht, oder? Also ich verstehe es manchmal nicht. Sag mal, willst du verarschen? Die ganze Zeit hat er mich nicht einmal getroffen. Ich verstehe es nicht. Manchmal passieren mir so dumme Fehler. Ich ärgere mich selber darüber. Aber richtig. So, Geld gibt's auch nicht. Sind wir jetzt schon in der nächsten Etage? Ich glaube ja, ne? Ja, ja, ja. Sehr gut. Okay, sie wieder. Sie hat mir eben Pfeile verkauft. Brauche ich halt gar nicht. Ich glaube, die nehme ich mit. Für 20 Rubine vor allem. Auf jeden Fall. Okay, weiter geht's. Oh, jetzt sind wir im Wüstenabteil. Hä, schon? Echt? Krass. Oh, nice. Weg damit, Alter. Jawohl. Gute Runde. Vielleicht mal ein bisschen unsichtbare Wände abchecken. Man weiß ja nie. Egal. Den töte ich auch mit einem Hieb. Mittlerweile. Und er ist auch tot. Schön. Wir müssten jetzt auf Ebene 31 sein. I guess. Komm her, mein Freund. Warum sind jetzt die Gegner so leicht? Ist ja gerade ultra leicht. Hä? Oh. Wie mache ich die denn jetzt down? Wie mache ich die down? Da brauche ich doch Feuerpfeile, oder? Kann man die anders besiegen? Ah, okay. Ah ja. I see.
Die haben auch Feuerfledermäuse. Was mache ich denn eigentlich schon wieder down? Okay, der ist tot. So, was mache ich eigentlich schon wieder klar, wollte ich sagen, nicht down, hä? Okay, der ist auch tot. Ist ja eine eklige Runde. Okay. Ja, es wird halt wieder unbekannt, ne? Hä? Der hat einfach direkt einen Treffer gefressen. Okay. Okay. Ich habe zum Glück hohe Reichweite. Das ist ein guter Vorteil. So, jetzt ist eh egal. Jetzt wird er nämlich gestaggert. Oh. Wusste gar nicht, dass er so krass blocken kann. So, schön. Okay, das war schon die Ebene. Alles klar. Oh ja. Hä, wie geil. Guckt euch das an. Fett Kohle. Kann ich hier einen Bogen abschießen? Jo. Oh, Leute. Es läuft richtig gut, ey. Okay. Ich habe Pfeile gekauft. I guess ich benutze die einfach mal, oder? So. Easy run. 500 Rubine haben wir. Ich könnte mir theoretisch jetzt auch das andere Schwert kaufen. So, ich bin gespannt, was jetzt hier passiert. Ich wollte mich eigentlich mal mehr mit dem Auge der Wahrheit umsehen, falls es hier doch noch irgendwelche Geheimnisse gibt. Och, mach doch mal was. Nicht das. Scheiße. So. War ja klar, dass hier noch einer rauskommt. Und tschüss. Okay. Weiter geht's. Okay, Muscheln. Muscheln? Ist doch bestimmt noch nicht alles, oder? Hä? So, Gerudo Trainingsarena ist doch mal alles, oder wie? Aber das... Das war alles? Oder kommt jetzt noch was? Also, der Schwierigkeitsgrad zwischen den einzelnen Leveln ist ganz merkwürdig. Finde ich. Was? Was ist sie denn? Die haben einfach einen Gerudo-Kriegerin genommen und als Anubis verkleidet. Was? Okay. Das war's schon wieder. Okay, cool. Haben wir es geschafft? Nee, noch nicht. Jetzt glaube ich die letzten 10 Level. Danach haben wir es geschafft. 10 Level noch, Leute. So weit waren wir auf jeden Fall noch nie. Und wir haben richtig fett Kohle. Ich glaube, die kriegen wir auch noch voll auf die 600 Rubine. Ja, komm. Nehmen wir mit. Deko-Nüsse kann man immer gebrauchen, denke ich. Ich lasse es so. Ob es hier irgendwas gibt? Einfach immer mal mit dem Auge der Wahrheit gucken. Hier gibt es bestimmt auch irgendwo so einen geheimen Raum. Könnte ich mir vorstellen. Oh Gott. Was? What? Was? Wo ist er? Hä? Einfach Wind Waker. Alter. Okay, was ist er? Er ist golden.
Okay. Nee, doch nicht der! Okay. Okay. Das letzte Mal durfte ich kein Schwert benutzen. Ey, der ist ja voll easy. Oder war das jetzt nicht ganz so krass, der Typ? Ja, das weiß man nicht, ne? Alter, was kommt denn jetzt noch? Okay. Ja! Das ist alles so creepy hier. Okay. Das war jetzt wieder so eine easy Runde. Hä? Ja, das ist einfach Dark Souls hier. Ich verarschen? Wir spielen einfach Dark Souls. Was ist in dem Spiel los, Alter? Oh nein, ich dachte, wir haben es geschafft. Okay, warte. Da brauche ich den Boomerang. So viele Fledermäuse auf einmal. Hey Leute, so sorry. Ich musste kurz mal schneiden, weil mein Computer ist gerade komplett abgeschissen und ich durfte gerade alles nochmal spielen. Ja, das war gerade richtig für den Arsch. Ich habe mich richtig geärgert. Deswegen wundert euch nicht, wenn irgendwas anders ist. Wir haben mittlerweile 600 Rubine. Kann sein, dass unser Leben ein bisschen anders ist und allgemein alles an ja, Materialien und so. Wir saven erstmal und gehen in den nächsten Raum rein. So. Endlich darf ich weiterspielen. Heureka. So. Ja. Wir haben gerade so darüber nachgedacht, was da denn für krasse Monster eigentlich rumlungern. War einfach Dark Souls Boss drinne. Was ist denn da los? Wie geil. Oh, okay. Da brauche ich Bomben. Das sehe ich auf den ersten Blick. Ah, das sind die Dicken. Die brauchen zwei. Ah. Aber war's das schon? Ne, irgendwas ist hier noch. Aha. Gut, dass ich mich nicht bewegt habe. So, meine Freunde. Und tschüssi. Gut, das war der Raum. Theoretisch noch zwei Räume, dann müssten wir es geschafft haben. Ich bin echt gespannt, was uns hier noch erwartet. Ja, klar. Das ist doch nicht alles, oder? Doch nicht nur der Typ. Hä? Ich verstehe diese Relevanz nicht. Diesen Typen hatten wir ganz am Anfang schon. Warum kommt der jetzt einfach so? So, jetzt kommt Finale. Aber halt auch nur ein Eisritter, ne? Verstehe ich nicht. Theoretisch müsste das die letzte Runde sein. Es müsste Ebene 50 sein. Hä? Okay, keine Ahnung. Aber wir haben es geschafft. Theoretisch war das jetzt alles. Jo. Wir haben es gemeistert, Leute. Die Ebene des Erwachsenen, endlich. Hat ja auch Ewigkeiten gedauert, ne? Und da bekommen wir jetzt den roten Edelstein. Normalerweise den Edelstein, den Kronopal. So leicht abgewandelt halt. Hier ist ja auch Lava. Ich bin gespannt, was wir für ein Item bekommen. Das letzte Mal haben wir unsere Magieanzeige bekommen. Ah, die Musik. Du, du, du. Da, da.
Ach, schön. Ja, ich werde, glaube ich, mal meinen Übersetzer auspacken und werde das mal übersetzen für euch. Sobald die Schwelle des Todes überschritten ist, gerät der Weg dahinter in Vergessenheit. Ein Reich, in dem die Rückkehr ein verbotener Traum bleibt. In der Stille dieses letzten Augenblicks zerbricht die Illusion der Zeit und hinterlässt eine Welt, in der ihr Einfluss für immer stillsteht. Die Monster in dieser Prüfung sind die, die du als Erwachsener kennst. Sie haben auf deinem Weg ihr Ende gefunden. Nimm diesen Stein des Todes als Beweis für deine Stärke. Der Stein des Todes ist das. Okay, kein Goronopal. Hier ist es der Stein des Todes. Den werde ich so in mein Death Reel einlassen. Wir haben die Prüfung des Erwachsenen bestanden. Wir werden uns wiedersehen. Und viel Glück bei deinen weiteren Kämpfen. Ja, Leute, geil. Wir haben es geschafft. Wir schnappen uns unser nächstes Item. Bin gespannt. You found a rock's feather. You feel lighter already. Equip it to see to jump with a gust of wind. Jetzt kann ich springen. Ich kann jetzt springen. Was zur Hölle? Ja, also ich fühle mich leichter und ich kann sie equippen und dann kann ich springen in die Luft. What the heck? Oh, cool, ey. Schön. Ja, Leute, dann haben wir die Prüfung des Erwachsenen auch endlich geschafft. Ich bin so froh, dass es endlich hinter uns ist. Das heißt, wir können jetzt in die Meisterprüfung gehen, glaube ich. Ich denke, ja. Und was es aber jetzt hier alles Neues gibt, das machen wir im nächsten Part, denn wir haben fett überzogen. Ich denke, ihr freut euch auch schon, was wir alles Neues machen können und kaufen können. Wir haben volle Geldtaschen und können die im nächsten Part mit voller Wucht ausgeben. Ich freue mich drauf. Leute, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal. Du Ultimate Try. Tschüssi. Achso, wartet. Nein, nein, nein. Einmal kurz würde ich die Federn noch ausprobieren. Ist klar. Ich kann einfach springen. Es ist so unfassbar. Was ist denn, wenn ich das so in der Kombination mit dem... Okay, das geht leider nicht. Gut, alles klar. Cool, ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.